Ja, hallo Leute, willkommen zu diesem Sony Vegas Video. Ja, was ihr eben gesehen habt, das werden wir diesmal machen. Und ja, wichtig ist, dass wir folgende Effekte haben. Wir brauchen, damit es auch, ich nenne die Effekte einfach, damit es auch möglich ist für die Leute, die jetzt das Movie Studio benutzen, was ich ja in dem Video davor empfohlen habe. Ja, also wir brauchen die Effekte, die Form, wo ihr halt solche Einstellungen machen könnt, wo man halt dieses Verkrümmen machen kann. Und den TV-Simulator brauchen wir. Praktisch wäre es natürlich auch, wenn wir jetzt hier diese Test-Pattern hätten, wo wir halt diese Test-Pattern haben mit diesen Farben, kennt ihr bestimmt. Und ja, das brauchen wir. Und als erstes fangen wir mal an, wir klicken ins Event Panorama Cropping. Gehen hier in die Maske, muss der Haken gesetzt sein und machen jetzt erstmal eine Maske, klicken hier in die Ecke und hier unten hin, dann, wir müssen gedrückt halten und dann ein bisschen ziehen, dann kann man das hier wieder ein bisschen verkrümmen und an diese Kurven von den Fernseher da anpassen. Dasselbe machen wir hier auch. Ihr seht, jetzt haben wir von dem hier drüben noch den Anfasser, den brauchen wir, um das hier wieder anzupassen. Ja, muss jetzt nicht perfekt sein. Ja, jetzt ist unser Fernseher weg, nur noch die Scheibe da, heißt wir müssen auf Modus, auf Negativ stellen, dann kehrt sich das Ganze um. Seht, jetzt müssen wir hier doch nochmal die Maske anpassen, klicken jetzt einfach hier auf die Maus, ich klicke hier ins Feld, dann sind die Punkte weg und kann jetzt einfach meine Maske anfassen und kann jetzt auch die einzelnen Punkte verschieben. Manchmal ist das jetzt mal ein bisschen schwierig, das zu machen, meistens hat man die ganze Maske in der Hand. Jetzt könnten wir hier noch auf Kantenverlauf auf einstellen und nehmen jetzt einfach hier mal so ein bisschen, ja, das, den lassen wir es aus, ist besser. So, jetzt wären wir hier fertig und könnten jetzt eigentlich direkt weitermachen. Wir machen jetzt erstmal einen neuen Videotrack und machen wir zurück, nehmen hier jetzt einfach mal ein unserer Bilder, ziehen das da drunter. Ihr seht schon, ein bisschen zu groß, aber das haben wir schon mal hier im Fernseher drin. Ja, um das runter zu skalieren, gehen wir in den Tracking Mode und machen das einfach ganz mal kleiner, verschieben es dann wieder an die richtige Stelle, passen es wieder an. Es wäre ganz wichtig, dass das auch ein bisschen an den Rändern übersteht, weil das brauchen wir nämlich für den Deform-Effekt dann. So, jetzt gehen wir ins Video FX, gehen auf den TV-Simulator, nehmen hier jetzt einfach eins von den beiden hier, es ist derselbe Effekt. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier schon unseren, ja, leichten Störungen. Machen hier jetzt bei Zeilensynchronisation, können wir mal auf ganz schlecht gehen und die Scan-Phase, dieses helle, das weiß ich, hier runter geht, ein bisschen höher stellen. Blendgitter, ja, das lassen wir mal so und könnten jetzt das hier noch dazufügen. Ich gehe hier nochmal in den Tracking-Mode und mache das hier unten ein wenig kleiner, damit wir da noch ein bisschen haben, wo jetzt keine Farbe ist. Und ja, jetzt ist der Hauptteil des Effektes eigentlich schon da. Nur der Fernseher hatte vorher, das war so halt so eine Wölbung. Und das ist hier jetzt natürlich ja ganz flach. Und um das zu machen, nehmen wir halt diesen Deform-Effekt. Und nehmen hier jetzt auch mal schon mal eine Voreinstellung mit den Kurven. Ziehen das hier drauf. Jetzt ist das natürlich etwas übertrieben, also gehen wir hier unten
ziehen das eher ein bisschen in den Minusbereich, nur ganz bisschen. Oben etwas in den Plusbereich. Rechts auch wieder etwas im Plus und links können wir etwas in den Minusbereich machen. Ja, jetzt haben wir auch schon unsere Wölbung, so alle Kurven hier, wo der Fernseher halt so breiter wird. Damit haben wir jetzt unseren Flimmer-Effekt beim Fernseher. Man könnte jetzt natürlich, wenn man schon einen ausgeschnittenen Fernseher hat, Problem ist nämlich, wir können bei Sony Vegas nicht mit zwei Masken arbeiten, dass wir das hier andere noch ausschneiden. Funktioniert leider nicht, aber wir könnten jetzt natürlich das sozusagen als Video abspeichern, dann ausschneiden und den dann zum Beispiel irgendwie für irgendeinen Hintergrund dann irgendwo einsetzen in irgendein weiteres Video. Also kann man dann noch viel weiter benutzen, sich solche kleinen Effekte zusammenbauen und die dann für anderes weiter zu benutzen zu können. Also ja, wüsste jetzt nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich hoffe, es hat euch geholfen für irgendwelche anderen Effekte. Ich beende das einfach hier und ciao, bis zum nächsten Mal.